Ich muss jetzt links abbiegen, ne? Ja. Oh Mann, ey. Du wärst nur falsch gefahren, wärst du weiter gefahren und wäre ich dir nicht entgegengekommen. Wärst du nicht gekommen, wäre ich jetzt wieder die ganze Runde umsonst gefahren, ja. Aber hey, ich habe noch 200 Liter Sprit dabei, also im Tank. Zweifel kann ich dir ein bisschen was davon abgeben. Ich hätte noch 113 gehabt, also einmal hätte ich die Tour locker noch hin und her geschafft. Weil ich habe ja auch so einen leuchtenden blauen Punkt, aber der war so ein bisschen neben der Straße. Ja, deswegen habe ich mir separat nochmal ein ganz, ganz, also quasi zwei nebeneinander gesetzt, weil die Abbiegung hier verpasse ich auch dauernd. Ist auch wirklich blöd zu sehen, also ist sehr praktisch, wenn du immer hier abbiegen würdest, um mir Bescheid zu sagen. Ja, ich hoffe, wir müssen aber hier nicht mehr hin. Na, was kämpft er denn jetzt? Jetzt geht's weiter. Achso, ich dachte, du meinst nicht. Nee, mein LKWchen. Sonst fährt er überall durch, aber hier hat er jetzt kraftmäßig zu kämpfen. Also ich habe gerade überhaupt keinen Stress. Ich fahre zwar im Lastgang, aber... Lastgang? Weiß gar nicht, wie der angeschaltet wird. Ich habe noch nicht mal das Differentialgetriebe drin gehabt, wie ich gerade festgestellt habe. Ich fahre komplett mit Allrad hier nur hoch. Ja, ich habe mir gedacht, ich... Solange ich noch Sprung habe, gehe ich mal in den Lastgang. Weiß doch, kommt immer gut, wenn man gerade im sechsten Gang ist, eine Stelle in den Rückwärtsgang reinzulegen. Ich habe ja nur 27. Ja, deswegen. Ah, hier machen wir mal lieber vorsichtig. Ja, das habe ich auch gemacht. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ich bin vorsichtig schnell runtergefahren. Mhm. Statt nur schnell. Ach stimmt, hier hatte ich dich schon mal irgendwo gezerrt, ne? An dem Teilstück. Ah. Oh, das ist ein Transferdings. Oh, noch Trickser. Das ist ja lustig. Ich wusste gar nicht, dass das deine Autoreparatur ist. Ist da was? Ja, hier ist das andere grüne Feld ist eine automatische Reparatur. Wenn du da durchfährst, wirst du automatisch repariert. Okay. Gibt es sowas auf den anderen Karten vielleicht auch? Warum komme ich hier nicht durch die Bäume, durch die... Ah, doch, ich muss mich... Dein Truck ist vollständig repariert. Okay. Ja. Ich glaube, ich muss nochmal durchfahren. Ich bin nämlich danach über den Stein gefahren. Einfach nochmal rückwärts rein. Okay, was ist denn das für ein Symbol? Das ist so ein Werkzeugsymbol. Mhm. Okay, da müssen wir mal auf den anderen Maps drauf achten. Ja. Nicht, dass wir sowas irgendwo gebaut haben und es gar nicht mitgekriegt haben. Ich wollte sagen, du solltest dich beeilen, so langsam wird die Superbestellung geht weiter. Betonblöcke. Waren da hinten nicht auf dem LKW welche? Hier, das ist ein Ersatzteil, ne? Ja, warte mal, das Zeug muss nach Island Lake. Ja, stimmt. Island Lake. Aber Verbrauchsgüter und... Die kriege ich auf der Farm, nehme ich mal an. Kraftstoff kriegst du hier an der Tankstelle. Genau, dann würde ich nämlich jetzt eins machen. Ich setze mich zurück, fahre zur Farm... Hole die Verbrauchsgüter, hole den Kraftstoff und fahr dann nach Island Lake. Okay, dann setze ich. Nein, dann springe ich mal drüber in den P16, guck mal, ob ich den Rampentiefladerhänger da hinten rauskriege. Oh ja. Der P16, der einen platten Reifen hat, keine Federung mehr und. Ja, der ist nicht mehr der fitteste. Ich glaube, der P16 und nicht mehr fit ist immer noch ist besser als fast als der GMC. Ah, der P16 kann den Hänger ankoppeln, das ist gut. Aber der Hänger hängt so tief im Schlamm drin, dass der P16 ihn nicht mehr rauskriegt, weil er. Ich hoffe auf das Symbol da hinten. Ah ja, da ist auch so ein Werkzeugsymbol. Wir müssen auf dieses Werkzeugsymbol auf den anderen Karten achten. Mhm. Werde ich gleich machen, wenn ich in Islet Lake rüberfahre. Und Frau Knuddelkuh, für was habt ihr euch denn heute entschieden eigentlich? Ihr wolltet ja noch irgendwie, wolltest du Klitke noch zu irgendwelchen Dingen überreden? Oder hat er sich komplett auf Fußball verkeilt heute?
Ach was. Ich bin nur dreimal an der Straße vorbeigefahren. Ansonsten war es alles gut. Richtig. Ah, ihr übt heute Bären sammeln. Das ist sehr vernünftig. So, wie fahre ich da jetzt am besten? Ich glaube, die große Straße ist dann tatsächlich die beste Wahl. Jetzt muss man nicht kommen. Auch an dieser Stelle mache ich wieder den Allrad an. Ich glaube irgendwie, das ist eine gute Idee. Apropos anmachen, ich könnte mal das Licht anmachen. Da freuen sich deine Zuschauer, dann sehen sie wenigstens ein bisschen was. Ja, vor allen Dingen, ich freue mich auch, weil dann sehe ich auch was. Weil ich fahre nicht nur mit Affengeschwindigkeit, ich ignoriere auch das Licht. Oder dass man nachts Licht anmachen sollte. Also in München scheint es auch gerade zu schneien. Ja, ich glaube, der ganze Süden ist gerade ein bisschen angeschneit. Na, der Raccoon hat vorhin von Aachen auch gesagt, dass die da heute Schnee und Sturm und Dinge hatten. Gut, dass ich noch nicht der Werbung meines Reifenwechslers meines Vertrauens nachgefolgt bin und meine Sommerreifen aufgezogen habe. Ich muss noch zwei nachkaufen. Oh, das schöne Geld. Ja, meine gehen noch. So. Ja, mein Fahrstil ist so rubbelig, hat er mal gesagt. Du bremst immer an der gleichen Stelle? Nee, aber ich fahre sehr stark über die Vorderreifen irgendwie und ist egal mit welchem Auto. Okay, das ist natürlich... Also es ist jetzt schon beim dritten Auto hintereinander so, dass ich die Vorderreifen wirklich sehr malträtiere. Wo wird gerubbelt? Meine Reifen, Auto, ich, unschuldig, alles rein, reifisch. Ja, an den Gummiteilen halt. Ja. Also die Gummis müssen bei mir ziemlich leiden. Bei Frontantriebwerken oder auch bei Hecklandtriebwerken? Ich fahre nur Front- oder Allrad. Würde nie, also nie freiwillig einen Hecktriebler fahren. Verstehe ich. Seitdem ich einmal den Frontantriebler gefahren habe, bin ich auch nur Fronttriebler. Weil ich vorher dann halt den alten Hecktriebler meiner Eltern gefahren habe. Mhm. Beziehungsweise halt von den Eltern von dem Kumpel. Durfte ich den auch mal fahren und das hat war spaßig. Ja, das ist ein anderes Fahren. Ich meine, man kann sich auch daran gewöhnen. Ich bin ja nun als gelernter Autoverkäufer schon in dem ein oder anderen Auto drin gewesen. Aber nee, das ist nicht meins. Das ist nicht meine Art zu fahren. Also, ja. Tatsächlich finde ich diesen Vorteil, den Allradfahrzeuge auch auf gerader Strecke haben und auf guter Straße haben. Gerade wenn es dann mal ins Kurvige geht, auf normaler Straße ganz schön. Idealerweise, wenn es automatisch gesteuert ist, also wenn die Leistung nicht da permanent drauf dödelt, dann ist das schon ganz cool. Da gibt es ja auch genug Fahrzeuge, die das können. Aber ja, mein jetziger ist zwar ein Geländewagen, aber nur ein Fronttrieb noch. Ich denke mal, das ist recht wichtig, dass es die automatische Steuerung ist. Weil ansonsten fährst du damit permanent und genau. Gibt's auch, und wenn es gut abgestimmt ist, nicht verkehrt, aber zum Beispiel der Mitsubishi Outlander, der hat eine super genial abgestimmte Technik drin. Und das habe ich gemocht. Also wenn ich den als Vorführwagen hatte, als Verkäufer, Leiter, dann war das immer ein Genuss, damit zu fahren, aber... Ja. Gibt so viele Autos. Jetzt habe ich mir mein Auto halt nach dem Sitz ausgesucht. Der Rest war mir egal. Das blöde Gesicht vom Autoverkäufer, wenn du gesagt hast, ja, du musst mir nichts erzählen, ich bin vom Fach.
Ich will nur Probe sitzen. Was? Ich will Probe sitzen. Ich fahr viel, ich will gut sitzen. Fahren können die alle. Und erst als der Sitz gepasst hat, bin ich dann mal irgendwie ein kleines Stück um die Kurve gefahren. Ja. Ich meine, wenn der Sitz schon gar nicht passt, dann brauchst du gar nicht irgendwie der Karre fahren. Richtig. Und ich glaube, meine Probefahrt waren 250, 300 Meter. Mehr waren es nicht. Also das hat mir tatsächlich gereicht. Also ja, genau, wenn der Rücken nicht mitmacht. Genau darum ging es mir. Den Rücken an der Stelle. Das empfehle ich auch tatsächlich Leuten, die Rückenprobleme haben und viel Auto fahren. Die sollten genau darauf achten. Ja, und Biene hat ihr Auto tatsächlich im Prinzip vorgeschlagen bekommen von jemandem, habe ich gehört. Ja. Und ich glaube, sie ist bis heute in das komische Ding verliebt, also. Also in das Auto. Und wenn sie ein Stück vorgeschlagen ist, warum nicht? Ja, die hatte vorher, ich sag mal so vom Typus her, so was du jetzt fährst. Hm? So ein Elefantenrollschuh, in dem Fall mit so einem Dreizylinder-Nähmaschinenmotor. Reicht ja aus, je nachdem, was du machst. Richtig, aber wenn sie dann zum Beispiel zu ihrer Familie fährt und so, dann darf es auch ein bisschen Auto sein. Und außerdem ist sie so eine Raserine und dann hast du ja auch so ein bisschen, genau, einen Spark. Ja gut, dann erst recht, du willst das Dreizylinder, weil... Also nee, aber dann willst du auch so ein bisschen ja, Sicherheitskomfort und der Spark war halt ja, auch klar. Sehr sparksam. Nee. Sicherheit, an Sicherheit solltest du sparen, egal was auch immer du sparst. Dann lieber keine Karosserie als keine Sicherheit. Okay. Ja, das ist ja eigentlich das Schöne, das haben uns ja die Asiaten Gott sei Dank mitgebracht, dass sie aufgrund ihrer Transportwege die Autos halt gut ausgestattet haben und gerade so Sicherheitstechnik mittlerweile eigentlich immer Standard ist. Ja. Und nicht wie bei den deutschen namhaften Herstellern, man 20.000 Modelloptionen hat. Ja, du kannst natürlich auch alles, was Sicherheit geht, rauslassen. Dann kriegst du eine Karosse mit vier Rädern, einen 500 PS Motor und einen Fahrersitz. Oder, der Einsteiggurt ist ja gesetzliche Pflicht, die müssen wir liefern. Aber den Rest lassen wir raus. Ist das okay? Genau. Mein Lieblingsspruch war immer, ich kann auch auf die Klimaanlage verzichten. Ich brauche nur ein Schiebedach. Der Klimaanlage verbraucht mir zu viel Sprit. Und wenn ich dann die Leute gefragt habe, wie viel Sprit so eine Klimaanlage verbraucht und wie viel so ein offenes Schiebedach, dann haben sie mich immer alle groß angeguckt. Ja, wobei ich glaube, die... tatsächlich ist hier das Schiebedach dann doch schon ein bisschen verbrauchender als die Klimaanlage, weil die Luftverwirbelung alleine bei einer hohen Geschwindigkeit... Also du sagst, bei diesem normalen Messzyklus, den die Autos ja haben, der wird ja ohne Klimaanlage gemacht, das gehört ja auch zur Wahrheit, ne? Ja. Auch wenn sie da mittlerweile immer mehr dran basteln, brauchen die Klimaanlagen je nach Motorgröße so circa im Schnitt, sagt man, 0,4 Liter bei einem normalen PKD. Mhm. Und ein offenes Schiebedach bist du bei einem Liter, das ist richtig offen. Und bei einem Seitenfenster bist du bei 0,7, also bei einer Seite Seiten. Ja, klar. Ja, und dann merkst du halt schon, wenn du dann mal rechnest, du machst dann ein Fenster auf und vielleicht noch ein Schiebedach, dann hast du dann viel schneller einen steifen Hals als bei einer richtig eingestellten Klimaanlage. Aber gerade so die ältere Kundschaft, die hat diesen Spruch halt immer noch drauf, ne, bis heute. Das ist immer... Ja, ich vermute mal, damals hat auch irgendjemand mal findig vorgerechnet, ja, Klimaanlage, erste Generation. Ja. Ich würde hier gerne rauskommen. Ja, das war natürlich auch bei den Herstellern, die lange gesagt haben, ja, du kriegst Klimaanlage oder Schiebedach und solche Sprüchchen, wie das dann früher so war. Das ist halt bei den gerade den älteren Leutchen noch drin. Ich sag mal, die Generation unter 35 kennt das nicht mehr. Ich glaube, unter 60 gibt es nur noch ganz wenige Leute, die freiwillig auf eine Klima verzichten würden. Ja. Und so war es ja auch, als ich angefangen habe mit meiner Lehre, waren ja dann auch so die Debatten mit den Fensterhebern. Ja, und Witz war ja, die Leute, die Marken gerade so, ich habe bei Ford gelernt, die haben die Fensterheber noch sehr, sehr lange als aufpreispflichtiges Teil verkauft. Unter dem Motto, ist halt Luxus, wer es haben will, muss es bezahlen. Während dann eben schon ganz viele Hersteller gesagt haben, ja komm, wenn wir alles umrüsten auf Fensterheber,
dann kostet das uns in der Produktion, was weiß ich, 20 Euro mehr fürs ganze Auto. Ja. Dann nehmen wir das Auto 90 Euro höher und alles ist hübsch und wir müssen nicht zwei Sachen im Regal haben, müssen nicht für zwei Sachen, die müssen ja, ich glaube 12 Jahre waren es, Ersatzteile vorhalten und, ne? Ja, klar. Das sparst du dir dann natürlich alles. Jetzt möchte ich doch nicht umkippen. Das ist halt dieses Problem mit den ganzen Ersatzteilen. Und Optionen. Du musst halt, es ist in der Software aber auch, du kannst jedem Kunden jede Option individuell programmieren. Freut sich jeder Kunde, dass er die Option bekommen hat und alles gut ist. Aber du musst halt auch bei jedem Kunden diese Option supporten. Wenn du 10 Kunden hast, hast du nur 10 Optionen und dementsprechend 10 unterschiedliche Codestränge. Ist okay. Das kriegst du doch hin. Aber was ist jetzt, wenn du 50 Kunden hast? Ja. Und dann findest du bei einem einen Bug, den musst du bei 49 anderen nachprüfen, ob das auch noch der Fall ist. Das kenne ich bei mir nur vom Internetseiten programmieren. Wenn du irgendein Template nimmst und du wandelst es ein bisschen ab, ist das eine, ja. Aber wenn du dann wirklich in den Code reingehst und richtige Änderungen reinbaust, weil jetzt beim letzten Projekt eben was geändert ist und dann kam das große Update des Anbieters, was gut war, was auch ein paar wirkliche Mängel beseitigt hat. Und dann fängst du erstmal an zu überlegen, was du alles umprogrammiert hast. Also die Taste habe ich. Das sind halt so Sachen, wo du halt ewige Sachen mitmachst. Vor allem bei einer Webseite oder bei zweien kannst du das machen. Ja. Aber wenn du da 10 Stück hast, weil du hast. Ich merke mir ja nicht mal eine. Ja. Das funktioniert dann einfach nicht. Autsch. Ich habe das, was weiß ich, was habe ich an Internetseiten? So 10, 12 Stück vielleicht, die ich betreue aktuell noch. Und wenn dann immer irgendwas ist, ich sag mal, in der Regel guckst du wirklich nach, wenn es crasht. Ja. Aber wenn du das mit deinen 27 weißt, dann muss es der Biene mit ihren 30 knapp auch wissen, also. Wir müssen in unseren Streams bald Kindergärten einrichten für die sehr jungen Frauen hier. Ja, wir machen auch gleich Bildungsfernsehen damit. Genau. Wir zeigen, wie es früher war. Das ist quasi Geschichtskunde. Und übrigens, das vorhin mit den Würfeln, das gilt für euch alle, ne? Wenn einer beim Jauch sitzt, ich kriege ab von der Kohle, ne? Ah, das. Okay, da habe ich den falschen Dings drauf. Hier liegen. Kommen wir hübsche Erzieher, ihr bekommt Klitti. Der hat ja als der Einzige, der die Arschruhe hat, mit euch klarzukommen. Warte mal, ich bin hier irgendwie nicht ganz da, wo ich sein sollte, glaube ich. Was geht drauf? Doch, ich bin, wo ich sein sollte. Scheiße, das ist nicht besser. Weißt du, was schön ist? Den Hänger, den ich hier gerade an der Holzstation entdeckt habe, der hat noch 5x Holz drauf. Ach, wie schön. Der P16 hätte auch den richtigen... Nee. Hätte nicht gehabt. Ich habe keine Ahnung, also ich glaube hier wahrscheinlich nicht mehr. Aber mit dem hätten wir das ganze Holz der Karte gut verteilen können. Warum hast du den jetzt erst entdeckt? Ja. Also ich bin jetzt übrigens auf dem Weg zum Portal, ne? Dann müsst ihr jetzt bald portalisieren. Der Nachteil ist halt, dass du hast einen Kraftstofflieferausbilder dabei, ne? Genau, du brauchst nur noch die Betonköpfe. Ich muss nur rausfinden, wo ich die Betonköpfe herkriege.